Moinsen zu einer neuen Folge von Undertale. Wir sollen jetzt alle drei Schalter von 3 Sekunden drücken, okay. Okay, jetzt drück den dritten Schalter. Hey, sieht so aus, als ob du nur 2 Schalter drücken musstest. Ich hasse dich. Oh Gott. Aktuelle Statusmeldung. Ich helfe nie wieder bei einem Rätsel. Leckt mich doch am Arsch. LMOA. LMAA. Leckt mich am Arsch. Ne, leckt mich am Ohr. Bing. Hey. Ich gehe ins Badezimmer, also werde ich erstmal nicht erreichbar sein. Ich bin mir sicher, du schaffst das Rätsel auch ohne meine. Ohne mich. Okay, also es ist so ein Rätsel. Das ist falsch. Ich bin gerade leicht verwirrt. Ja. Ich bin doch so blöd. Hä? Nee. Das will ich nicht. So, wenn ich jetzt runter springe und da drauf springe, dann geht es zu der Richtung, genau. Ach, scheiße. Spring da drauf, dann wechselt es rüber. Dann springe ich da drauf, dann wechselt es vor. Also muss ich jetzt nochmal drauf springen, so. Danke. Ich bin so blöd. Aktueller Status. Oh mein Gott. Wie kann man nur denken, Mew Mew 2 wäre besser als 1. Lol. Das ist ein Witz, oder? Ich weiß es nicht. Ich kenne es nicht. Der Gedanke, dass die Maus eines Tages den Safe hacken könnte und die Käse erhält, erfüllt dich mit Entschlossenheit. Da ist ein Stück Käse in dem Computer gestörten Laser Safe. Diese Laser haben die Ecken des Käses schmelzen lassen. Er klebt am Teller fest. Oh mein Gott, sie ruinieren damit Mew Mew 2 Charakterentwicklung. Meine Mew Mew 2 Rezession. Mew Mew knuffig süß 2 ist weder knuffig noch süß. Es ist Müll, 0 Sterne. Hey, du, stopp. Wir haben also einen Hinweis über einen Menschen, der ein gestreiftes Shirt trägt. Man erzählt uns, er würde nun durch Hotland laufen. Ich weiß, klingt schrecklich, oder? Nun, bleib ganz ruhig, wir bringen dich dorthin, wo es sicher ist, okay? Hä? Was gibt es, Bruder? Das Shirt sieht dir... Sieh dir das Shirt an. Also, was ist damit? Bruder, denkst du dasselbe, was ich denke? Ah, verdammt, das ist sie. Nun, wirklich blöd. Wir müssen dich jetzt total umbringen und so, ne?
Rüstung selber. Du versuchst die Rüstung anzufassen, deine Hände rutschen ab. Hände weg von ihm. Gib ihm einen Griff. Oh Gott. Oh Gott. Poliert sein Gesicht auf. Du erzählst gerade eins, dass du ehrlich mit seinen Gefühlen umgehen wirst. So wie... Was? Ich verstehe es nicht. Oh Gott. What the f... Warum müssen die Gegner mal so schwer sein? Sag nicht, ich brauche doch 50 Jahre. Unser Schicksal liegt in deinen Händen. Chikao, bleib entschlossen. Setz nicht, ich brauche jetzt 20 Jahre, um diesen Typen zu besiegen. Ja, ja, ja. Okay. Brauche ich mir dieses zwei Dinge nicht nochmal anhören danach. Ja, 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 ja. Lauert nicht so viel. Ja, wirklich blöd, ne? Okay, Kampf König 2. Flüstern. Du erzählst ja dein geheimstes Geheimnis. Ich sage nichts weiter. Also Teamangriff. Okay. Meins hält Wache. Flüstern. Du erzählst gerade, dass du ehrlich mit seinen Gefühlen umgehen wirst. So wie was, ich verstehe es nicht. Schweiß tritt aus Nutzweißrüstung. Du selber kannst als Rüstung. Der kühlende Schmutz wird abgewaschen. Ne, der kühlende Schmutz wird abgewaschen. Es wird wärmer. Als bereit zu sterben? Halt das nicht aus. Rüstung zu heiß. Viel besser. Kein sieht aus, als würde ihn etwas beschäftigen. Flüstern. Du hast jetzt keins, dass du ehrlich mit seinen Gefühlen umgehen wirst. Ich weiß. Ach komm schon. Kumpel, ich kann nicht. Ich halte das nicht mehr aus. Nicht so. Also, nur zwei. Ich mag dich wirklich sehr, Bruder. Die Art, wie du kämpfst. Die Art, wie du redest. Ich liebe es, mit dir Teamangriffe zu machen. Ich liebe es, hier mit dir zu stehen und unsere Schwerter synchron zu schwingen. Nur zwei, ich will immer bei dir sein. Sorry, erwischt, Bruder. Nur eins. Ja, Bruder? Möchtest du vielleicht ein Eis essen gehen? Nach all dem? Natürlich, Kumpel. 01 und 2 sehen einander sehr glücklich aus. Du wirst siegreich. 100 Gold. Süß. Oh Gott. Ich find's geil. Ach ja. Siehst du, selbst Liebenden bringen wir zusammen. Ups. Ich warte. Wie sind der Menschen anstellen. Was? Ich war. Ups. Ich warte. Wie sich der Mensch anstellen wird. Top 10 Sendungen, die euch eure blöde Arbeit vergessen lassen. Ring. Okay, ich bin zurück. Ein weiteres finsterer Raum, was? Keine Sorge. Überlass das nur mir. Ich bekomme das schon hin. Ernsthaft jetzt? Oh ja. Guten Abend, Schätzen und Schnucki. Schätze und Schnucki? Okay. Hier ist Matt Hedon.
Ahmed Tarton, der live für euch aus dem Mid-News-Studio berichtet. Eine interessante Situation ergab sich in Ostfotland. Glücklicherweise ist unser Report für euch live vor Ort. Geschätzte Reporter, findet bitte etwas Berichtenwertes. Unsere 10 wundervollsten Zuschauer warten auf euch. Unsere 10 wundervollen Zuschauer warten auf dich? Okay. Basketbälle sind eine Last, oder nicht, Schnucki? So schade, dass du nicht mit diesen Bällen spielen kannst. Das sind mit Mode MTT-Mode Basketbälle zum Anziehen, nicht zum Spielen. Du kannst nicht zu reich und beliebt wie ich wären, ohne ein paar Bälle zu verschönern. Darüber berichten? Berichten. Achtung, Zuschauer! Unser Reporter hat einen Basketball gefunden. Basketbälle. Kreise des Spaßes. Kugel der Wonne. Dämon des Amüsens. Aber mit dem hier solltest du nicht spielen. Es ist ein MTT-Modeball. Es ist regelmäßig Kontrolle vonnöten, um ihn so schön zu behalten, wie er jetzt ist. Wie du siehst, löst der Kontakt zur menschlichen Körperwärme sogar die Farbe des Balls ab. Moment mal. Das ist gar kein Basketball. Das ist eine Bombe. Oh nein, dieser Sportreport entwickelt sich zu einem Mordreport. Haha, Wortspiel. Weil er gleich vorüber sein wird, wenn du ihn in die Luft geflogen bist. Aber freue dich noch nicht zu sehr. Du hast noch nicht den Rest in diesem Raum gesehen. Noch nicht. Oh, scheint, als wäre alles hier eine Bombe. Bis auf der Hund. Der Hund ist eine Bombe. Okay, doch nicht. Das Geschenk ist eine Bombe. Oh, und meine geschätzte Reporter, wenn du nicht alle Bomben entschärfen kannst, wird dich diese große Bombe in 2 Minuten in Fetze reißen. Dann berichtest du nicht länger live. Wie fürchterlich, wie verstörend. Unsere neuen Zuschauer werden sich das mit Vergnügen anschauen. Viel Glück, Schnucki. Ring. Keine Sorge. Ich habe dir ein Bombenentschärfungsprogramm auf dein Handy geladen. Benutze die Entschärfenfunktion, wenn die Bombe in der Entschärfungszone ist. Jetzt frisch ans Werk. Du hast 120 Sekunden, entscheide dich. Und entschärft. Klasse, sieh dich weiter im Raum um. Nimm als nächstes die Bombe links unten. Ist ja auf den Fehlgeschlagen. Tick. Bombe entschärft. Okay, was bist du? Entschärfung fehlgeschlagen. Ja, ja, ist okay. Okay, dich haben auch entschärft. Und entschärft. Na gut, geh in die Mitte. Ich verwende EM-Felder, um das Glas Wasser zu füllen und sowas zu verlassen. Tisch, ja, ja, ist okay. Sechs. Ich fühle mich gerade um 5. 4. Bombenschärft.
Gut gemacht, Schnucki. Du hast alle Bomben deaktiviert. Ohne Entschärfung wäre die große Bombe in 2 Minuten hochgegangen. Jetzt wird sie nicht in 2 Minuten explodieren. Stattdessen explodiere ich in 2 Sekunden. Tschüss, Schnucki. Ah. Sieht so aus, als würde die Bombe nicht hochgehen. Das ist, weil... Während du geredet hast, habe ich... Ich habe die... Oh nein, du hast die Bombe gehackt und entschärft. Ja, genau. Verflucht, scheint, als wären meine Pläne ein weiteres Mal vereitelt worden. Verflucht seist du, Mensch, verflucht seist du, Dr. Alphys, weil du ihm geholfen hast. Aber ich verfluche nicht meine 8 wundervollen Zuschauer fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, Schnucki. Wow, wir haben es ihm richtig gezeigt, oder? Hey, ich weiß, ich war erst etwas sonderbar, aber ich denke, ich werde mehr und mehr, mehr sicher dich zu lotsen. Ja, Entschuldigung. Also keine Angst vor dem großen, bösen Roboter. Ich beschütze dich vor ihm. Und du sollst es wirklich dazu kommen, können wir einfach, schon gut. Später. Klick. Die haben in Angst, eine. Ich hätte doch, glaube ich, einfach wegrennen können, oder? Ich wollte es aber alle entschärfen. Weiter geht's. Ich habe bemerkt, dass du in letzter Zeit nachdenklicher gewesen bist. Hast du Angst davor, Asgore zu treffen? Nun, keine Angst, okay? Der König ist ein sehr netter Kerl. Ich bin sicher, du kannst mit ihm reden. Und mit deinen menschlichen Seelen kannst du die Barriere passieren. Also keine Angst, okay? Denk einfach nicht mehr daran und lächle. Klick. L2. Bitte wähle eine Etage. Ich geh mal. Wir haben wieder ein bisschen Geld gekriegt. Ich geh mal kurz noch einkaufen die letzten 3 Minuten, okay? Yay. Dum, 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 dum. Und gleich mal speichern. Diesmal gehen wir aber nicht nach Snowdin, sondern. Wohin geht's denn heute? Nach Waterfall. Los geht's. Tralala, hüte dich vor dem Mann, der mit den Händen spricht. Hallo Hand. Ach, das war mal so ein übelster früher Gag. Komm doch mal wieder vorbei, tralala. Hey du da! Ich habe ein paar tolle Sachen zu verkaufen. Gib mir mal. Okay. Gehen. Dann Vorsicht da draußen, Kind. Handy. Item. Mono-Eis, Instant-Nudeln, Hotdog. Damit wir jetzt mal noch einen Platz frei haben. Tralala, möchtest du mitfahren? Im Boot mitfahren? Wohin geht's heute? Hotland, los geht's. Dum 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 Bonanza. Dum 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 Bonanza ist so toll. Dum dum. Du kannst nie so viel Hotdogs haben. Du kannst nie zu viele Hotdogs haben. Traurigerweise stimmt das nicht. Hä? Verstehe dich nicht. Komm doch mal wieder vorbei. Tralala. So, und damit beenden wir heute mal diese schöne Folge. Wir sehen uns dann auf Etage 3 wieder auf der neuen Folge. Ciao.